Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast. Wir alle stecken irgendwann mal in der Phase, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Sei es jetzt durch eine familiäre Krise, eine partnerschaftliche Krise oder eine berufliche Krise. Viele von uns wissen dann nicht, was sie mit sich anzufangen haben und wie es weitergeht. Es gibt Menschen, die stürzen sich danach in eine Alkoholsucht, eine Drogensucht, verkehren in einschlägigen Bars, in der einschlägigen Szene, wissen aber trotzdem nicht, was sie mit sich anzufangen haben und schaffen es nicht aus diesem Trott heraus. Sie schaffen es nicht, neu anzufangen. Wir alle kennen, wie gesagt, diese Situation, wissen nicht weiter. Manche Menschen suchen in dieser Zeit nach Gott. Wer jetzt allerdings glaubt, dass Gott sofort hilft, also ne, von jetzt auf gleich, den muss man meistens enttäuschen. Klar, Gott kann jederzeit helfen. Er wird es aber nicht tun, wenn wir es möchten, sondern wenn er denkt, die Zeit ist gekommen. Er weiß es, er sieht alles. Klar, natürlich ist es schwierig für uns. Ich weiß, wovon ich rede, mir geht es momentan auch überhaupt nicht gut. Ich habe im Prinzip mein komplettes Leben verloren, von A bis Z. Sehne mich eigentlich nur noch nach dem Ende und weiß momentan auch nicht, was ich sagen soll. Dennoch möchte ich hier andere ermutigen und das Evangelium so ein bisschen in die Welt hinaustragen, weil ich meine und spüre, dass es einfach die richtige Richtung ist. Schauen wir zum Beispiel mal auf Psalm 34, Vers 18 bis 19. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Lass mir mal kurz diese Worte auf uns wirken. Wie können wir diese Worte interpretieren? Das ist auch immer so eine Sache. Es zeigt, Gott kann helfen, Gott hilft. Es steht aber nicht, dass er sofort hilft. Und auch nicht, dass er immer hilft und bevor etwas passiert. Weil das Leid, die Trauer, die gibt es ja auch weiterhin. Schauen wir auf Matthäus Vers 5, Matthäus 5, Vers 4, so rum. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Oder 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das zeigt einfach, es gibt das Leid. Und wir müssen da in gewisser Weise durch. Oder hier, Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Oder Joel 2, Vers 12. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Oder Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Dann hätte ich noch ein Beispiel für euch. Psalm 146, Vers 8. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Was lernen wir aus all diesen Versen, Psalmen, Stellen,
wir lernen daraus, Gott weiß von unserem Schmerz. Gott weiß von unserer Bedrängnis, von unserem Leid. Doch er ist der Einzige, der uns dabei helfen kann, dieses Leid zu ersticken. Wir müssen nur mit ganzem Herzen daran glauben, nach seinem Wort handeln und immer wieder die Nähe zu ihm suchen. Er sucht unsere Nähe. Er trägt uns in schwierigen Zeiten. Ihr kennt doch sicherlich das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo ein Schaf von 100 verloren gegangen ist, die anderen 99 allein gelassen werden, damit das eine gefunden wird. Das eine sind alles die Menschen, die sich mit dem Glauben nicht befassen, beziehungsweise dem Glauben den Rücken gekehrt haben. Sünder, wie man beiläufig sagt. Das große Problem dabei ist, dass wir Menschen ja mit freiem Willen ausgestattet sind und dementsprechend auch dazu neigen, viele falsche Sachen zu machen. Viele Menschen werden jetzt wahrscheinlich dieses Video, diese Audioaufnahme belächeln und werden sagen, ach, der Spinner hat doch gar keine Ahnung von dem, was er redet. Liebe Freunde, ich bin nicht sauer auf solche Menschen. Es zeigt nur wieder, dass manche Menschen einfach wenig Ahnung haben und sich mit dieser Materie nicht auseinandersetzen. Mir selbst sind schon in Gebetszeiten verschiedene Bilder im Kopf entstanden oder auch einfach so, die mir dann gewisse Botschaften geliefert haben. Ihr mag das jetzt, ihr werdet das jetzt wahrscheinlich für verrückt, mich für verrückt erklären in diesem Sinne. Dem ist aber nicht so. Ich hatte erst vorgestern eine Eingebung von, ich sag mal so, einer Welt, die sich in der Mitte geteilt hat. Und in dieser Mitte ist noch ein Stück Erde geblieben, was immer weiter wegbröckelt. Auf diesem Stückchen Erde steht ein Schaf. Zwischen diesen Welten ist viel tosendes Wasser. Viele Wellen. Die Erde bröckelt weg. Das Schaf steht alleine da. Es kann nicht vor oder zurück. Was mag uns dieses Bild sagen? Es zeigt vielmehr, dass man in Bedrängnis ist. Es bildlich gesehen macht sowas einfach viel, viel mehr Ausdrucksstärke als einfach nur irgendeine gewisse Stelle, über die man nicht nachdenkt oder so. Generell sage ich immer so, vertraut darauf. Vertraut auf den Herrn. Vertraut auf das Wort Gottes. Auch wenn ihr euch jetzt ein bisschen verkackeiert vorkommt. Ich habe diesen Podcast hier angefangen, nicht einfach, weil ich gedacht habe, ach, das könnte ich ja mal machen und ach, das wäre doch mal interessant und ach, ich will mich jetzt vielleicht vor einigen zum Affen machen. Nein! Ich hatte vorhin spontan die Eingebung, mach mal einen Beitrag dazu. Wer mich kennt, der weiß, dass ich viel mit Fotografie zu tun habe. Auch dabei bin ich immer wieder nicht an dem Thema Gott vorbeigekommen. Ich habe Psalme und Bibelstellen auf die Bilder geschrieben. Ich habe meine Bilder den Marburger Medien zur Verfügung gestellt. Ich habe mich beim ERF in Wetzlar als Botschafter beworben, wurde angenommen und gebe das Wort weiter.
Ich habe früher schon in meiner Konfirmandenzeit im Kindergottesdienst mitgearbeitet und den auch kurzzeitig geleitet. Ich habe eine Fortbildung in Bauerbach besucht damals. Ich habe trotz Erkrankungen, wo ich mich hätte auf mich besinnen müssen, weitergearbeitet. Ich hatte da so Infomaterial, wo ich dann selbst in der Klinik noch weitergearbeitet habe. Jetzt schaut mal an. Ich bin nach 8 Jahren jetzt komplett alleine. Ich habe nichts und niemanden außer meine Gemeinde. Ich weiß nicht vor oder nicht zurück. Meine Träume und Wünsche rücken in weite Ferne. Mir geht es gesundheitlich und psychisch absolut schlecht. Ja, mir geht es sogar so schlecht, dass gewisse Dinge materielle Besitztümer schon nicht mehr existieren. Aber das ist auch nicht der springende Punkt. Das ist auch nicht wichtig. Das Materielle kann man zwar zu Lebzeiten besitzen, doch das Materielle wird einen nicht erlösen. Das Materielle macht einen nicht glücklich. Das Materielle ist einfach nur da, um vor anderen anzugeben. Und sich vor anderen Menschen einfach besser dastehen zu lassen. Warum wollen wir besser sein als andere? Wir sind alles Menschen. Die heutige Egoismusgesellschaft, wo keiner mehr auf den anderen achtet, ist absolut verachtend. Warum tun wir das? Es wird uns auch viel vorgelebt. Gut. Wer lebt es uns vor? Wer sorgt für diesen Denkanstoß, den wir haben? Gott? Nein, sicher nicht. Es ist der Teufel mit seinen Botschaftern. Er sorgt dafür. Er bringt Unruhe rein. Er möchte uns immer wieder von Gottes Seite wegbringen. Er sorgt dafür, dass wir alle, die das Evangelium verkünden, belächeln und verspotten. Doch warum macht er das? Weil er weder Gott noch uns Menschen leiden kann. Und irgendwann werden auch die Sünder sehen, dass sie einen falschen Weg eingeschlagen haben. Und dennoch bete ich und bitte Gott dafür, dass er diese Sünder erhört. Schaut mal, ich erzähle euch mal ein bisschen aus meinem Leben. Ich war ein 7-Monats-Kind. Ich habe schon relativ viel Gewalt, negative Erfahrungen, Misshandlungen, Trauer, alleingelassen werden, Misserfolge, Krankheiten, alles Mögliche habe ich schon mehrfach erlebt. Ich selber sitze, liege nur noch wie ein Häufchen Elend auf dem Sofa herum, weil ich es nicht anders kann. Ich bin allein. Ich habe keinen festen Menschen mehr um mich herum. Und alle anderen aus meinem früheren Umfeld haben sich jetzt jemand anderem zugewandt und spotten über mich. Ich könnte sauer sein auf diese Menschen. Ich bin es aber nicht. Ich bin nur noch absolut verzweifelt. Wie oft habe ich mir gewünscht, jeden Tag, dass ich einschlafe und am anderen Morgen nicht mehr aufwache. Auch heute ist es noch so. Doch ich wache immer wieder auf. Wie oft habe ich mir versucht, das Leben zu nehmen, schon in früheren Jahren. Und wie oft ist dieses schiefgegangen? Wie oft habe ich mich vielleicht nicht getraut? Wie oft hat es nicht funktioniert? Einige würden jetzt sagen, okay, der ist einfach zu blöd dafür. Nein. Es gibt äußere Einflüsse, äußere Umstände, die wir einfach selber nicht beeinflussen können.
Woher kommen diese Einflüsse? Durch Zufall? Da sind doch einige Zufälle zu viel, oder nicht? Deshalb gehe ich eher davon aus, dass Gott diese Zufälle so gewollt hat. Und dass es keine Zufälle sind, sondern seine Pläne. Doch was plant Gott mit mir?